Hallo, ich bin Philipp Stephan vom Make Magazin in Deutschland. Ich stehe in der Station in Berlin-Kreuzberg am Gleisdreieck. Hier wird 30. September bis 2. Oktober die Maker Faire Berlin stattfinden, zum zweiten Mal hier in der Stadt. Und darüber hinaus gibt es aber auch eine Ausstellung hier, die heißt Wave, mitgebracht und kuratiert von unserem Sponsor BNP Paribas. Und dazu spreche ich jetzt mit Camille Fohl, dem Deutschlandchef von BNP Paribas. Okay. Herr Fohl, was ist denn die Idee hinter der Wave-Ausstellung? Die Wave-Ausstellung thematisiert das kollektive Einfallsreichtum. Zunehmend die Welt verändern kann, aber auch verändern wird. Und in dieser Ausstellung haben wir zwei Bereiche. Auf der einen Seite diese Themen, das fünf Grundstimmungen, fünf Grundrichtungen, diese Bewegungen beschleunigen werden. Das ist die Co-Creation, das ist die Maker-Bewegung, das ist Shared Economy, das ist Kreislaufwirtschaft und das ist auch eine Wirtschaft in einer Welt, wo es keine Ausgrenzungen gibt. Das ist nicht nur Utopie, wir werden im zweiten Teil von dieser Ausstellung dann zeigen anhand von 20 Beispielen mit Videos, mit Fotos oder interaktiv werden wir zeigen, dass solche Fälle heute schon bestehen in verschiedenen Ländern und positiv dazu beitragen, dass die Welt sich in diesem Sinne verändert. Wir werden hier in Berlin drei Beispiele hier auch von Berlin haben. Die Idee soll sein, Zuschauer zu inspirieren, zum Nachdenken zu inspirieren, mit neuen Ideen konfrontieren und dann vielleicht hier und da auch Meinungswandel herbeizuführen. Ja, aber BNP Paribas ist ja eine Bank und hat diese Ausstellung jetzt mitgebracht. Was ist Ihr Interesse als Bank, in diesem Bereich Innovation tätig zu werden? Ja. Die Bank hat als Logo BNP Paribas, als Signature, wie man so sagt, eine Bank für eine Welt im Wandel. Wir sind eine ganz große, fühlen wir uns große europäische Bank, eine international ausgerichtete Bank, tätig in 74 Ländern mit über 180.000 Mitarbeitern. Und wir haben Verantwortung, dass wir die Bewegungen und was sich verändert auf der Welt zeitgleich und zeitnah erkennen, damit wir uns darauf vorbereiten können und auch vorbereiten, was wir unseren Kunden morgen an Dienstleistungen anbieten können. Wir müssen auch uns vorbereiten, was eine Welt im Wandel, im regulatorischen Sinne, im Legal-Sinne, damit wir für diese Welt von morgen die Aufgabe einer Bank so gestalten, dass wir echten Mehrwert bringen und auch unseren Kunden dann helfen, diesen Wandel positiv mitzubegleiten und auszuführen. Darum diese Wave-Ausstellung, Inspiration, Gedankenaustausch. Wir haben diese Ausstellung schon gezeigt in Paris, in anderen französischen Städten. Wir haben sie gezeigt anlässlich der Weltausstellung in Mailand. Wir haben sie gezeigt in Istanbul, rezent in San Francisco und demnächst nach Berlin auch jetzt in Indien. Das ist auch, wo wir sagen, in den verschiedenen Gebieten, in den Regionen, in den großen Metropolen, wo wir tätig sind, diesen Gedanken mitzutragen, ist ein Gedanke, der die ganze Menschheit mit bewegt. Jetzt allerdings natürlich hier erstmal denn in Berlin mit der Maker Faire zusammen. Sagen Sie nochmal ganz kurz, die Besucherinnen und Besucher, die werden jetzt hier rein, in die Räume, wo wir stehen, wird die Ausstellung sein, dann gehen sie weiter, dann kommen sie in den Maker Faire-Bereich. Wie passt das gut zusammen, diese zwei Events? Ja. Für Berlin hatten wir die ganz große Chance, dass wir die Wave-Ausstellung andocken konnten an die Maker Faire. Mhm. Maker Faire ist die zweite Fair, die jetzt schon stattfindet. Letztes Jahr ein ganz großer Erfolg. 8.000 Zuschauer und nicht nur Zuschauer, aber aktive Teilnehmer an dieser Maker Faire. Und Maker Faire, wie ich gesagt habe, ist ja eine von diesen fünf Grundrichtungen, wo wir glauben, die positiv die Bewegungen in der Welt beeinflussen können. Und darum diese Zusammenarbeit, wo wir über Themen, die fünf Grundrichtungen, Beispiele, aber auch in der Zusammenarbeit mit der Maker Faire, wo die Besucher sich auf der einen Seite sehr konkret oder zum Nachdenken in andere Richtungen Plattformen haben, sich auszutauschen. Plattformen haben auch eventuell über neue Grundrichtungen zusammen weiterzugehen, weil es ist ja kollektiver Einflussreichtum, den wir glauben, dass hier einer der Grundpfeiler ist, wie wir uns weiterentwickeln. Darum sind wir sehr froh, dass wir diese Ausstellung, für uns eine tolle Ausstellung Wave, jetzt hier in Berlin zeigen können, nach anderen verschiedenen Städten, die die BNP Paribas-Gruppe gewählt hat. Und wir sind aber auch sehr froh und sehr stolz und erhoffen uns sehr viel über diese Zusammenarbeit mit der Maker Faire hier in Berlin. Und ich bin sicherlich, dass diese Ausstellung, gemeinsame Ausstellung vom 30. bis 2. Oktober ein voller Erfolg hier in Berlin sein wird.
Vielen Dank, Camille Fohl von der BNP Paribas. Wie gesagt, 30. September bis 2. Oktober, Maker Faire zusammen mit der Wave-Ausstellung hier in der Station am Gleisdreieck. Ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeikommt. Mehr Informationen zu beidem gibt es bei uns auf der Webseite.